Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist der letzte Tag vom Event. Ich zeig euch kurz mal meine Ressourcen, was ich noch übrig habe. Könnt ihr sehen, 20 Pokebälle, das war's. Also 12 Pokebälle, 8 Ultrabälle. Keine Bären mehr, außer 4 gelbe Bären. Goldene Berge zähle ich mal nicht dazu. Ist echt krass. Ich habe echt fast gar nichts mehr. Bonbons habe ich noch ein paar. Wobei da auch einiges jetzt weg ist, also so Webergack oder sowas oder Habitak. Taubsi habe ich immer noch genügend. Radfratz sogar neigt sich dem Ende, also Hornlio habe ich noch viele. Hornlio aber richtig selten geworden. Ich muss da, glaube ich, anfangen, Kokunas zu entwickeln. Mache ich vielleicht sogar bei Tauboga, aber jetzt. Ein Zehner. Jetzt erstmal in die Uni. Und da sitze ich zum Glück zwischen zwei Pokestops. Kann ich erstmal ein bisschen farmen, bisschen meine Sachen wieder auffüllen, den Beutel. Und dann schauen wir mal, wo Module an sind. Falls das Wetter so bleibt, dann versuche ich den letzten Tag noch auszunutzen. So. Wir haben hier einen doch nicht Toten. Ich war echt zu, wie nennt man das, voreilig. Er ist aus dem Schatten zurückgekommen. Mit Tati. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier gleich einen Arctos Raid. Wenn mein Glücksei ausläuft. Wir waren jetzt schon fleißig farmen. Hab aber nicht so viel gemacht, wie ich machen wollte. Schauen wir mal. Regen stoppt einen echt hart. Deswegen habe ich auch nicht so viel gefilmt. Aber der Tag ist noch jung. Wir haben noch. Das ist 16 Uhr. 8 Stunden. 10 Stunden? Boah, wir haben noch 10 Stunden bis Event Ende, also da geht noch was. Das muss man ja alles vorbereiten. Okay, das schmeckt das Passpapier von deinem Hotspot. Hab ich doch nie. Achso. Ist doch mein altes Handy. Mit deinem GPS-Problem? Ja. Wieso benutzt du das? Ui, ich bin ja drin, Mann. Ich brauche noch ein bisschen. Okay. 1-2 Minuten noch. Was ist am besten gegen Arctos? Stein, gell? Stein und Feuer. Habe ich alles nicht. Ich auch nicht. Mein stärkstes Feuer-Pokémon ist Flamara mit 2-6. Ich glaube, er ist echt ganzwertig. Wir sind 4, 5, 6 Leute. Zwei Leute am Zwei-Accounts, aber wir haben auch einen Level 25 Spieler mit dabei. Also schau mal. Volker ist zuversichtlich. Lugia. Okay, ich wäre soweit. Seid ihr schon dran? Oh, jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Ich wäre soweit, ja. Geh mal rein. Privat oder offen? Offen. Vielleicht kommen noch ein paar Spoofer, die uns helfen. Wir brauchen echt jegliche Unterstützung. Ich schon wieder vergessen. Alex ist nur Level 36. Was heißt nur? Leider doch nicht. Ich leide Endmann. Das ist gut, das. Okay, da ist so ein verrückter RSG Hongren, ne, mit 3900 Kilometer zurückgelegt. Kennst du den? Ich kenn den. Schau mir deine Statistik auch gleich mal an. 70.000 Pokémon gefangen. Bei mir echt nicht so krass. Okay. Das ist echt viel. Der Dominik hat irgendwie 80.000. Bomba. Aber er hat es mit Glücksei alles nur. Ja. Ich habe nicht so viel mit Glücksei. Der fährt ja auch Bus mit Glücksei. So. NPL Alex. 512 Kämpfe nur. Ja. Da hast du nicht mal die Goldmedaille. Nein. Oh mein Gott. Nicht mal beim Trainieren. Und Walking Distance auch unter 1000. Nicht, da hast du auch Medaille nicht. Ja, tut mir leid, Mann. Aber dafür bin ich schon hohes Level, oder? Ja, irgendwie schon. Dann hast du 5% Chance, dass los geht's. 100% hat. Los geht's. Bei jedem ist es ja 100. Doch 206. Go, 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 go. Der Main-Account hängt hinterher. Ist Stein nicht schwach gegen Eis? Nee, Boden ist schwach gegen Eis. Aber Stein ist doppelt effektiv gegen Flug und Eis. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Fehler. Beide von mir. Mein Gott, wir haben Volker verloren. Nee. Mein Kleiner ist tot, okay. Aber der muss nicht wieder rein. Das passt so erstmal. Ja, solange du am Kampf teilgenommen hast, passt es. Ja.
euch nicht mehr reingehen, oder was? Ich bin auch kaputt, wir müssen wieder reingehen. Oh mein Gott, ich bin der Einzige noch drin. Echt jetzt? Mit Hytera. Dann muss einer schnell rein. Ich nochmal von vorne. Ich bin mit Relaxo drin. Geht's rein? Ja, ich tu Despotas rein, Mensch. Geht's mit irgendwas rein? Ich hab mit zwei Despotas. Wir haben noch 2 Minuten. Ja, aber einer muss überleben. Wenn alle sterben, ist vorbei. Ja. Echt? Lebst du noch? Einer muss im Kampf bleiben. Ich bin wieder drin. Okay. Oh mein Gott. Bei mir sieht's so aus. Jetzt kämpfe ich auch mit Hytera. Ich kämpfe mit Dragoran. Ich kämpfe jetzt nur noch mit Hytera. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Oh, das erste TM für den Kleinen. Schon wieder so ein Kackvieh. Nehmen wir nur so Kackspasten, Arktos. Ja, okay, bei mir hängt's gerade. Ja, kein TM, zum ersten Mal bei einem Legendären. Schaden 1. Ich habe auf jeden Fall mehr gemacht. Schaden 1, ja. Tatsächlich. Wenn man wieder reingeht, verliert man den Schaden anscheinend. Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich die App schließen? Boah, keine Ahnung. Stimmt, du machst danach wieder weg. Oh mein Gott. So. Ist aber schon wieder Müll. Fangchance auf 3% erhöht. Echt jetzt? Ja. Seit wann? Seit ein paar Tagen. Okay, das ist nice. Bei ihm funktioniert dieses Halten und Loslassen nicht, oder? Oder war es bei dem anderen? Doch, bei dem geht das. Wie halten und loslassen? Bei Nuga geht's nicht. Okay. Was halten und loslassen? Den Ball. Und mit Excellent kommen. Nochmal. Später. Bei dem greift nie an. Bei dem ist das so eine Geduldssache. Oh mein Gott, ich mach immer aus Reflex die gelbe Berge. Oh, ich habe ja nur noch einen Ball. Ich habe den 1 wenige Bälle. Oh, einfach fabelhaft in der Luft, das hätte ich ihn verdient. Und tschüss. Die hat geworfen. Oh, letzter bei Excellent. Aber bei Excellent springt er meistens direkt raus. Ja. Schlecht wäre, das ist besser. Mach ich jetzt. Bei Excellent springt er immer direkt beim ersten Ball raus. Der letzte Ball ist. Schade. Oh, erster Ball, erstes Aktus beim Kleinen. Der Kleine hat auch den ersten Ball. Ja, ich habe einen 10er, aber ich habe schon gesehen, was es ist. Als ich mein Inventar aufgeräumt habe. Der Freund, oder? Nee. Der kommt ja nicht mal aus den 10ern. Ja, vielleicht ist er Skoglet, der Hund. Das war wieder. 38 Bonbons. 5% sind. Mensch, schlecht. Direkt weg. Aber egal, alles rausballern. Bonbons, EPs. Richtig. Ich hab dich zugehört. Baller ich auch alle. Tine, jetzt komm mal. Jetzt nein, du brauchst nicht mehr ballern. Du kannst Pause machen. Es wird nur noch durchgeballert, nur noch entwickelt. Mal schauen, wie lange ich entwickeln kann. Alex ist auch wieder am Start. Er wollte eigentlich nach Hause. Ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Ich habe keine Ahnung, ob er eine Stunde weg war, 2 Stunden. Auf jeden Fall ist er wieder da. Schauen wir mal. Entwickle sogar rauf auf Taubos. Alles rausballern, alle Ressourcen verschwenden. Hey, nicht verschwenden. Nee. Hab nur EPs gemacht. Nur EPs. Bis zum Umkippen heute. Schauen wir mal. Weiß, eigentlich muss ich jetzt kurz essen, aber schauen wir mal, ob ich das mal überhaupt mache. Oh mein Gott, ist dein Ernst? Nee, wir essen schon, keine Angst. So. Wir machen doch eine Essenspause, so verrückt bin ich noch nicht. Aber Zwischenstand. Oh mein Gott, das Spiel hängt. 35,5. Eigentlich relativ schwach. Wie viel hast du dann dieses Event schon gemacht insgesamt? 5,5. Ich habe mit 30 angefangen. Ja, ist ja nicht schlecht. Ja, geht schon. Auf jeden Fall heute noch die 36 knacken. Wir gehen langsam die Reserven aus. Ich entwickle jetzt schon taub aus. Einfach damit die Bonbons weggehen. Ich krieg sonst nicht genug Taubsüß. Wir checken gleich mal die EPs. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Mein Freund, wir warten immer noch auf das 100% Taubos, was gemaxt werden soll. Ja, das kommt schon noch. Keine Angst, Leute, das habe ich nicht vergessen. Ich habe noch eine Frage. Frag. Wann kommt denn das TWT-Comeback? Das wird natürlich ausgeschnitten. Kommt auf die Jungs natürlich an. Ihr wisst, Tati hat im letzten Video selbst gesagt, die Jungs sind tot. Hä? Ich bin noch hier. Ja, und wo sind die anderen 5? Ja, keine Ahnung. Ja, eben. Interessieren die überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. So, Update. Alex ist gerade gegangen. Überraschend lange ausgehalten. Shoutout an ihn. Er ist doch nicht tot, so wie ich dachte. Ansonsten
Muss ich mal schauen, bleib mal hier unter dem Licht. Wie viel EP ich gemacht habe, zeige ich euch gleich. Ich habe nur noch Kukunas und Tauburgas zum Entwickeln. Die ball ich auch noch raus und dann habe ich echt gar nichts mehr. Leute, ich entwickle noch fleißig weiter. Vom Bordeaux-Platz nach Hause gefahren, mit der Tram noch mitgenommen, was geht. Ich bin schon zu Hause angekommen. Hab mich schon umgezogen, war bereit fürs Bett. Hab sogar schon Zähne geputzt. Da wurde ich wieder aus dem Haus gerufen für eine kleine Klickertour. Wieso nicht? Event noch ausnutzen. 1,5 Stunden gehen noch. Schauen wir mal. Servus. Hi. So. Es ist 1:30. Wir machen hier kurz Pause. Meine Beifahrer, also meine Fahrer, machen eine Entwicklungssession. Und dann ist es wahrscheinlich um Zeit zu Ende. Ich entwickle gerade mein letztes Tauburger zu Taubaus. Danach habe ich keine Bonbons mehr. Ich zeige euch das: keine Taubsi-Bonbons mehr, alles verbraucht. Keine Honlio-Bonbons mehr, auch alles verbraucht. Da habe ich auch Kukuna zu Biber entwickelt. Ich habe echt alles verbraucht, alles verballert. Kukuna da, 10 nur noch. Schauen wir mal. Zum Entwickeln echt nichts mehr, außer vielleicht ein paar von meinen 100%. Und halt von sowas 98% Kleinstein oder so. Oh mein Gott, ich habe noch Taubsis. Jetzt habe ich unnötig die Tabogas gemacht. Ja, da geht noch was. Ein bisschen geht da noch was. Schauen wir mal. Aber Glücksal läuft nicht mehr. Warte. Können wir gleich mal die EP abchecken. Mein Gott, GoPlus auch nicht mehr verbunden. Ich bin echt am Ende. Wir haben 36,2. Das heißt 6,2 Millionen beim Event gemacht. Ein ganz kleines bisschen geht noch, also möglicherweise 100.000. Aber das sehen wir gleich noch. So, das war's vom Event. Ich habe danach noch 50.000 gemacht. Mehr ging nicht. Event ging bisschen über 2, also was heißt bisschen, bis 2.40 Uhr oder so. Also das war echt anstrengend. Um 7:30 habe ich das Haus verlassen. Und um 3 Uhr Nacht bin ich wiedergekommen. War nicht alles Pokémon-Zeit, aber trotzdem sehr viel Zeit in Pokémon gesteckt. Nicht nur an dem Tag, sondern auch davor. Hätte es nicht geregnet, hätte ich sogar noch mehr Zeit investiert, noch mehr EP gemacht. Also durch den Regen ist auf jeden Fall eine Mille weggegangen. Aber das war's. Event hat mir echt Spaß gemacht. Das war echt das beste Event bisher. Es war einfach zu krass. Aber wie gesagt, hat mir echt Spaß gemacht. Dieses Konkurrenzfeeling taugt mir echt. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, wie viel EP ihr gemacht habt. Es haben ganz viele jetzt Level 40 geschafft. Shoutout auch an Julian und Poison. Die haben beide Level 40 geschafft. Also Event hat sich echt gelohnt. Die letzten sind jetzt auch Level 40 langsam geworden. Und schauen wir mal, was die nächsten Tage so bringen. Ich brauche erstmal ein bisschen Pause. Ab Montag gibt es dann Lavados. Und wie gesagt, schreibt unten in die Kommentare, wie viel EP ihr gemacht habt, wie ihr das Event fandet. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.